Dankeschön, dass ihr im Studio hier nicht raucht. Dirk? Ja, ich hab das abgewöhnt, leider Gottes. Ich wollte hier trainieren, nichts mehr mit Pfeife rauchen beim Training. Ja, ist alles klar, ey. Real Natural Bodybuilding by the Sports Scientist. Jawohl. Weiter. Komm. Jawohl. Komm. Push. Push. Einmal. Komm. Jawohl. Komm. Komm. Jawohl. 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 Komm, auf geht's. Komm, schön pumpen, komm, auf geht's. Nicht drüber nachdenken, komm hoch. Weiter. Einmal. Push. Komm. Machst du. Jawohl. Das nenne ich Ehrgeiz. Geil. Jawohl. Der Kopf platzt fast. Optimal. Geil, Alter. Das war der tote Punkt, oder? Das war mehr als der tote Punkt. Ganz allein. Komm. Jawohl. Ja. Geht. Nichts gemacht. Kämpfer! Ja! Komm! Fight! Ja! Jawohl! Fight! Komm! Komm, Mike! Komm, zieh! Oh. Komm, mach ihn! Fight! Komm, Mike! Komm! Maschine, die in vielen Studios nicht mehr vorhanden ist. Alter, zieht euch das rein, die Brust ist so geil gewölbt durch das Fischei. Sieht richtig monstermäßig aus. Überzüge an der Maschine. Normalerweise mache ich die frei. Ich habe heute aber mal gesagt, heute ist auch mal ein bisschen hier Studio kennenlernen. Vielleicht ist es ein zukünftiges Studio, weil sich fit ist. Es. Meinst du, ist es? Ist es, sag mal. Ist es? Sehr gut. In Berlin kannst du auch jetzt bald was mit Kids trainieren. Geiles Ding, ey. Schön ist auch, man startet wirklich aus der völligen Ruhephase, halt maximale Spannung. Ist auch ganz geil an der Maschine. Ohne sich die Mühe dabei zu machen, das ganze Gewicht jetzt umzusetzen und alles drum und dran. Sieht doch irgendwie ein bisschen drauf, finde ich. Mhm. Weil du die Stabilisation halten musst. Richtig. Ja, geiles Ding, ey.
Sehr gut. Daniel ist hier auch begeistert. Nee, das ist wirklich gut. So ein Ding fehlt. Überall. So, meine Damen und Herren, jetzt bitte anschnallen, jetzt geht die Fahrt los. Richtig. Auf eine neue Runde. Ihr sitzt in einer aufrechten Position. Wir beginnen jetzt die Trainingsphase. Alles klar, Digga, komm. Ja. Alter, du bist so brutal, ey. Auf geht's, komm. Und weiter. Zieh. Zieh das Ding. Jawohl. Zieh. Komm jetzt. Komm sauber. Zieh. Jawohl. Komm. Jawohl. Der Beweis. Dirk Meister hat doch eine schmale Taille. Oh. Er ist gerade noch so reingekommen. Der Mann mit dem dicken Sixpack kommt da nicht rein. Das Ding ist eng, ne? Ich kann nicht aus der Maschine fahren. Richtig. Ja komm, zieh rüber da die Scheiße. Ach, Schuck hat der alte Mann. Boah. Jawohl. Jawohl. Weiter. Jawohl. Easy. Jawohl. Komm, nur drei Stück. Eins. Bis ganz da unten. Komm. Jawohl. Alter. Da will er sich wieder nicht helfen lassen. Nein, er will sich nicht helfen lassen. Willst du irgendwas sagen? Ich fühle mich ganz schön eng hier. Kriegt er den überhaupt noch los jetzt? Hat er noch geschafft. Komm mal kurz ran. Guck mal. Wie er möchte. Was haben wir da auf der Seite drauf? Ja, ich wollte direkt auf 15er nicht hochgehen. Aber ich Daniel nicht. Ist schon zu K.O. Das ist ja. Das Problem. Daniel ist schon K.O. Ich bin da eigentlich nicht so, ja? Du kennst mich ja. Aber heute will ich mal einen ordentlichen Pump. Einen ordentlichen Pump? Trizeps durchpumpen, ich habe heute Brust, ja. Ja, dafür macht man ja noch nur durchpumpen danach. Was macht man nach Brust? Was soll ich machen? Nach Brust, was macht man da? Trizeps, richtig. Ja. Schön zum Abpumpen. So, nach dem Brusttraining, wie wir ja schon gesagt haben, machen wir so ein bisschen Trizeps zum Abpumpen. Ja, Bizeps. Wegen der Regeneration. Ja, und Beine dann auch gar nicht mehr trainieren, ne? Das ist ganz wichtig. Da hat er noch mehr Regeneration. Ja. Die Beine vor allem. Beine vergessen. Richtig. Ach, Beine musst du gar nicht trainieren. Hab ich auch schon mal gehört, aber ich weiß es nicht. Ich habe mich jahrelang dran gehalten, aber es hat nichts gebracht. Ja. Naja. Naja, wurscht. Du musst halt eine gute Veranlagung haben, ne? So ist das leider. Für Beine? Scheiße, ach, ich hör auf.